Also ich wollte eigentlich was aufnehmen, ja. Ich wollte was aufnehmen, ich wollte irgendwie überlegen, was könnte ich denn Interessantes tun, weil es ist ja ein THX-Video und THX-Videos haben ja irgendwie immer so einen interessanten Anfang, ne? Irgendein Opening, irgendwas, was ich sonst nie mache, irgendwas, wo ich, keine Ahnung, irgendwas Besonderes halt, ne? Es soll ja irgendwie ein Dankeschön sein an die Leute, die mir sowas schenken und so. Und dann habe ich mir überlegt, was könnte ich denn tun? Und irgendwie ist mir nichts eingefallen und ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht groß, was ich irgendwie geplant habe. So, dann habe ich überlegt, ey, warum mache ich nicht so ein. Was könnte ich denn machen? Und dann bin ich zum Entschluss gekommen, dass ich, vielleicht, bevor ich euch da irgendwie voll laber, und das würde ich nie tun, das würde ich hier nie tun, Meso Manga ist nicht dafür bekannt, einfach wirklich sinnvolle Dinge von sich zu geben in kürzester, kompaktester Zeit. Geniale und Deviella. Ein Manga, der bei Yen Press rauskommt, ist Band 1. Und da geht es um, ich glaube, einen Engel und einen Teufel, die die Welt auf den Kopf stellen. Also richtig viel mehr weiß ich darüber ehrlich gesagt auch nicht. Aber ich habe ihn mir auf die Wunschliste gesetzt und jemand war so gnädig, mir so Manga in dieser Form ein wenig zu unterstützen. Vielleicht, wie gesagt, kriege ich irgendwie ein Video zustande dadurch, wenn ich was dazu sagen kann. Das ist natürlich die andere Sache. Ja, ich finde es auch voll schlimm, wenn Leute Video aufnehmen und dann dabei weglaufen. Jetzt neulich, Tenyo Teng. Tenge, wie auch immer ma, zum Fick man das aussprechen mag, habe ich jetzt komplettiert. Das heißt, ich werde es mir irgendwann mal, vielleicht demnächst mal endgültig komplett geben und vielleicht was dazu sagen. Aber es bleibt noch offen. Ich weiß noch nicht ganz, wann ich damit anfange. So, was wollte ich jetzt sagen? Hab's vergessen, Mist. Warte mal, ich fang das Video einfach nochmal an. Das ist eine gute Idee. Ich fange nochmal das Video an.